Was werdet ihr so in den nächsten Tagen machen? Das Magazin vorbereiten. Okay. Und ganze Seiten über Kolumbien und die Tradition dort und wie das Leben dort ist. Wisst ihr schon, wie viele Seiten ihr haben werdet? 22. Ja. Wer ist eigentlich rausgeflogen gestern? Georgina. Georgina ist rausgeflogen? Ja, Alter. Was? Dschungelcamp. Medien. Oder Unterhaltung. Studio und Facebook. Dann haben wir die. Ne, wir haben noch nicht Kultur für die Tour haben so wir. Man könnte vielleicht auch so eine Umfrage machen, wie sicher findet ihr Facebook? Was ist? Das eine von Jonas, das ist richtig klasse. Richtig. Was hältst du von diesem Projekt? Also ich finde das Projekt ziemlich gut und so bekommen die Schüler auch Einsicht in die verschiedenen Berufe. Und wie alt bist du? Ich bin 20. Was hat dich dazu inspiriert, dich für Kolumbien einzusetzen? Einmal wollte ich was Soziales machen nach dem Abi und die Zeitstrecken zwischen Studieren und Abitur und Kolumbien war eher so ein Zufall. Das konnte ich gar nicht selbst entscheiden. Also wir schneiden gerade die Filmmaterialien, die wir alle gefilmt haben. Einmal von dem Kurzfilm und einmal von Making of. Hallo Leute, heute in der Eventagentur mit Philipp und Mike. So, erste Frage, woran arbeitet ihr gerade? Wir arbeiten gerade an der gesamten Organisation der Spendengala. Wir arbeiten gerade am Ablauf und unsere Technik arbeitet gerade oben in der Aula und versucht das alles zu verstehen, was dort ist. So hier hin, also, da guckt man eben so über die Schulter. Findest du es gut, dass sich die Schule für die Schule in Kolumbien einsetzt? Ja, ja, weil die brauchen ja zum Beispiel Hilfe, weil Deutschland hat ja viel Geld und in deinem Kolumbien haben die ja nicht viel Geld und darum ist es richtig cool. Ja, weil der auch eine spanische Schule. Okay, und könnt ihr euch vorstellen, dies als Beruf zu machen? Tanzen? Nein. Schule und hier die Informationen über die Schule, die Marco gerade vorgelesen hat. Was aus dem, was er vorgelesen hat, gefällt euch? Oder sollte was rein aus dem, was da gerade vorgetragen wurde? Und das sind sozusagen unsere Ziele, die wir erreichen wollen. Und das sind sozusagen, wir haken sie im Kopf ab, was wir alles schon haben. Und was habt ihr schon so für Aufträge bekommen oder vergeben? Also Aufträge vergeben haben wir zum Beispiel öfters an die Grafikabteilung, dass wir so Plakate gemalt haben, dass die das halt machen. Unser Logo, Aufträge haben wir auch bekommen, dass wir jetzt für den Tag der offenen Tür zum Beispiel Werbung gestalten wegen dieser Modecasting und so. So cool, dass ich da auch schon Lust habe, weiterzumachen damit, auf jeden Fall.
was arbeitet ihr denn gerade? Gestern haben wir halt uns halt Ideen ausgesucht und heute versuchen wir es halt umzusetzen an Figuren. Die Kleider zu Ende nähen und mit den Models Anproben machen und verbessern, wenn irgendwas zu eng oder zu weit ist. Und gibt es bei euch irgendwie verschiedene Arbeitsbereiche oder so? Ja, also wir haben so ein bisschen geteilt, dass eine Gruppe macht halt erstmal an den Figuren halt die Anpassung und eine Gruppe fängt halt schon an zu nähen mit den Nähmaschinen. Okay. Und wie findet ihr das Projekt, dass wir diese die Schule in Kolumbien unterstützen? Ich finde es sehr gut. Okay, weißt du mein Fach. Mit dem Schlüssel macht es jetzt natürlich. Was ist denn? 92. Großteile. Das ist geil. Ich fühle mal von mir. Und 74. Und 74. Woran arbeitet ihr gerade? An mehreren Projekten, zum Beispiel Logos erstellen, Magazine erstellen oder Plakate erstellen für andere Gruppen. So, Rennschreibbeginn, 18 Uhr, danach kommt Einlass. Du kannst auch nicht alles treffen. Mann, guck doch mal! Ah, Gott. Lukas, das ist doch ein tolles Hopp, ja, Alter. Ihr denkt auch schon, ihr seid cool, weil ihr immer toi, toi, toi zu jedem sagt. Nach unten. Hä? Was soll ich mit dem Punkt machen, dass der hier so toll war? So, ich hätte mal das Lukas gesprochen. Weil alle in der Schule angefangen haben zu sagen immer toll. Drei Stichworte, wie sie Kolumbien am besten beschreiben würden. Heiß. Liebenswürdig. Liebenswert, meine ich. Und sehr offen.